Moin Moin Welt, ich begrüße euch ganz ganz herzlich auf meinem Kanal und wer das Update-Video gesehen hat, der weiß, jetzt kommt das Fairybox-Video, denn heute am 28.03. hat mich dank der Feiertage die Fairybox April schon erreicht und ich war zum Glück sogar zu Hause. Das ist natürlich mega, denn ich freue mich immer auf die Fairybox. Das ist eine Naturkosmetik-Abo-Box, die ihr für unter 25 Euro im Monat euch im Abo holen könnt und es sind immer Mega-Produkte drin. Also wer auf Cruelty-Free und Naturkosmetik Wert legt, der ist bei dieser Box definitiv richtig, kann ich euch sagen. Mein Dank geht raus an die Fairybox, denn ich darf sie kostenlos testen, ausprobieren, mit euch teilen. Und wenn ihr Bock habt, sie vielleicht auch ins Abo zu nehmen, dann guckt gerne in meine Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu der Seite dieser wirklich, wirklich super schönen Box. So. Sie ist schwer diesen Monat und sie sieht aus wie immer, was ich toll finde, denn ich mag dieses Design mit diesem kleinen Vögelchen in Form einer Milchtüte. Hier draußen habt ihr ein Zettelchen, wo alle Produkte aufgelistet sind, die in der Box drin sind. Ihr habt einmal den Gesamtpreis draufstehen und nochmal so ein paar Informationen, Anwendung und so weiter. Zu den Produkten steht hier auch immer drauf. Das Ganze wird in einer, jetzt hat Floki den Schwanz in meiner Kaffeetasse und deswegen darfst du jetzt mal den Tisch verlassen und ja, apropos Kaffee, ihr Lieben, ich muss jetzt mal einen Schluck nehmen. Wer nämlich das Update-Video gesehen hat, der wird wissen, ich habe Videodrehmarathon. Aufgrund der einen oder anderen Kooperation, aufgrund dieses Updates, was ich euch eigentlich einfach mal zwischendurch geben wollte, aufgrund dessen, dass die Fairybox mich jetzt schon erreicht hat und ich möchte euch die natürlich so früh wie möglich zeigen. Deswegen sitze ich jetzt hier seit 2 Stunden und drehe ein Video nach dem anderen, schneide es nebenbei. Darum soll es aber nicht gehen. Es soll um das Teil gehen. Diese Box wird in eine Einrichtung für von Menschen mit Beeinträchtigung gepackt, was ich super gut finde. Und hier steht frohe Ostern. Wer mein Update-Video nicht gesehen hat, dem wünsche ich hier an dieser Stelle auch schon mal ganz, ganz frohe Ostern, ihr Lieben. Macht euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr seid gesund, dass es euch gut geht. Vielleicht fahrt ihr ein paar Tage weg. Und ja, ihr könnt mir sonst gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so macht an Ostern. Das interessiert mich doch immer sehr. Jawohl, wir möchten dir mit unserem Goodie die freien Tage, die uns das Osterfest beschert, versüßen. Okay, was zum Naschen anscheinend ist hier als Goodie drin. Wie viele von euch bereits wissen, sind wir Mitglied im Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft und stellen euch heute gerne ein Mitglied der österreichischen Bewegung für eine nachhaltige Zukunft vor. Vor nun schon 36 Jahren gründete Johannes Gutmann die Firma Sonnentor. Anfangs hielten ihn viele für einen Spinner. Er war arbeitslos und sein Businessplan umfasste lediglich eine Seite. Cool. Willst du wissen, wie es weiterging? Ja, will ich. Okay, scanne den unten stehenden QR-Code. Das könnt ihr jetzt nicht, obwohl geht das, wenn ich euch das in die Dings halte? Auf jeden Fall steht hier noch dein Goodie, Sonnentor, durch die Blume Kekse, Originalgröße, 125 Gramm. Cool. Die knusprigen Dinkelkekse, ich stehe ja total auf Dinkel, werden mit bunten Blüten verfeinert. Boah, die Nascherei ist viel länger haltbar und köstlicherer als jeder Blumenstrauß. Also ich halte euch den, 4,49 Euro kostet das Ganze, ich halte euch den QR-Code hier einfach mal rein. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Vielleicht tut es das ja, das wäre ja ganz, ups, das wäre ja ganz, ganz cool. So. Jetzt aber. Jetzt werden wir die Flo-Packs, die sich hier oben drauf befinden und die biologisch abbaubar sind, erstmal entfernen. Die ist echt schwer diesen Monat, also Wahnsinn. Und dann werde ich auch mal als erstes die Dinkelkekse auspacken. Unser Goodie. Und die Verpackung ist ja schon herzig. Vegan, wie gesagt, von Sonnentor durch die Blume. Bio-Dinkelkekse mit Blüten. Guckt euch das mal an. Ist das nicht niedlich?
125 Gramm. Oh, soll ich mal einen probieren, ihr Lieben? Ja, kommt. Ich muss das nur einmal aufschneiden. Zu Kaffee passt ja auch ein Keks. Und dann kann ich euch nämlich gleich erzählen, wie die schmecken. Aber ich kann mir vorstellen, dass die richtig lecker sind. Wie gesagt, ich mag gerne Dinkel. Ich esse sehr, sehr gerne Dinkelbrot. Das bekommt mir unwahrscheinlich gut. So. Ach, wie süß, so kleine Blümchen, schaut mal. Putzig, ne? Prima. Die kann man so richtig schön wegsnacken, weil sie so klein sind. Oh, die riechen lecker. So ein bisschen nach Zitrone. Die Packung wird nicht lange halten, glaube ich. Was hier alles drin ist. Diese ganzen Blüten, Erdbeeren sind hier drin. Ingwer sogar. Und ätherisches Öl, Lavendel. Wow. Aus kontrolliert biologischem Anbau. Sind die lecker, Leute. Wow. Also die schmecken wirklich richtig, richtig gut. Und man isst hier etwas Gutes. Zucker ist hier natürlich auch drin, aber der steht nicht an erster Stelle. So viel kann ich euch verraten. Ja. Also die sind lecker, die schmecken richtig gut. Oh Gott, Suchtstoffe, muss ich noch einen von essen. So. Oh, ihr Lieben, hier habe ich etwas, wovon ich totaler Fan bin. Und zwar von Luvos, Naturkosmetik mit Heilerde. Eine Relax Booster Zwei-Phasen-Maske, einmal eine Reinigungsmaske und ein Relax Booster. Spürbare Tiefenwirkung. Ich liebe die Masken von Luvos und diese kenne ich auch noch nicht. Es ist eine Originalgröße 7,5 ml plus 2 ml für 1,79 €. Cool. Da freue ich mich drüber. Ich könnte auch mal wieder eine Maske machen. Habe ich echt lange nicht, ihr Lieben. Sehr schön. Tolles Produkt. Oh, und hier kommt etwas, was sehr groß ist, was sehr schwer ist und was es bei DM gibt, anscheinend. Das ist No Planet B, ein Duschgel. Himbeere und Limettenkernöl. Wow, schaut mal. So ein riesiger Oschi hier. Dabei handelt es sich um die Originalgröße von 250 ml. Apfelfruchtwasser ist da auch noch drin. Reinigt deine Haut schonend und hinterlässt ein gepflegtes, erfrischtes Hautgefühl. Cool. 1,95 € kostet das Ganze. Da muss ich jetzt mal dran riechen. Das riecht bestimmt fantastisch. Oh ja, ihr Lieben. Aber richtig dolle nach Himbeere. Wow, ist das lecker. Oh, das riecht so lecker nach Himbeere. Wirklich wie dieses Brausepulver Himbeere. Also da freue ich mich schon drauf, drin zu duschen. Jetzt, wenn es wärmer wird. Das ist unwahrscheinlich leckerer Geruch. Wow. Klasse. Freue ich mich drüber. Duschgel. Das mal richtig zu machen, geht ja wohl immer, ne? Oh, ich sehe etwas von Bergland. Eine ganz, ganz tolle Firma, die ich dank der Fairybox dadurch auch immer testen durfte schon. Ich habe schon jetzt eine Augencreme probiert, die ist jetzt leider alle. Bin ich sehr, sehr mit zufrieden. Und hier habe ich ein Intensivserum von Bergland drin. Das Ganze kostet 29,95 € 30 ml. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Serum aus einer der letzten Boxen, bin ich der Meinung. Ich müsste noch mal in mein Backup schauen. Aber ich glaube ja. Und das wäre dann natürlich ein schönes Geschenk, sage ich jetzt mal. Jetzt steht Flogi auf meiner Tastatur.
Ja, also ich glaube, das könnte sein. Wenn ich das habe, wird es auf jeden Fall ein Geschenk und jemanden sehr, sehr glücklich machen. Denn Bergland macht unglaublich tolle, hochwertige Produkte. Wir haben ein Fünffach-Wirkkomplex, das straffend wirkt, dieses Serum auf natürliche Weise mildert Fältchen und schenkt dir ein glattes Hautgefühl. Also Bergland immer tippitoppi. Es ist noch lange nicht Schluss. Auch ein schweres Produkt. Okay, das sagt mir jetzt gar nichts. Gislaine Naturkosmetik, würde ich jetzt mal aussprechen. Und zwar Gold Shea Butter, kaltgepresst, unraffiniert, pflegt trockene Haut. Das sieht. Ach, das ist reine Shea Butter? Das ist ja cool. Na, Tatsache, 100% natürliche Gold Shea Butter ist kaltgepresst, unraffiniert und frei von Zusätzen. Cool, ihr Lieben. Also das habe ich jetzt ja wohl auch noch nie ausprobiert. Habt ihr das schon mal gehabt? Reine Shea Butter? Originalgröße 120 ml, 16,99 € kostet das Ganze. Macht trockene und raue Haut ab der ersten Anwendung wieder samtweich. Sie zeichnet sich durch ihren goldenen Farbton und den sehr dezenten Duft nach weißer Schokolade aus. Oh mein Gott. Dann haben wir hier einen Tipp. Der hohe Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, Vitamin A und Vitamin E ist nicht nur perfekt für raue Lippen, Hände, Ellenbogen oder rissige Fersen, sondern kann leicht erwärmt in den Händen den gesamten Körper verwöhnen. Premium-Qualität, die kaltgepresst, unraffiniert und zertifiziert. Also da muss ich jetzt mal reingucken. Sie ist für den ganzen Körper, also ihr könnt das für alles benutzen. Ja, also ich rieche jetzt keine weiße Schokolade. So sieht das Ganze einmal aus. Ich muss da mal irgendwie reinlangen in der Hoffnung, dass ich gleich nicht so schmierige Flossen habe, dass ich nichts mehr anfassen kann. Das ist so ein bisschen wie Vaseline, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist sehr, sehr fest, auf jeden Fall. Also ich rieche. Es ist so ein typischer Naturkosmetikgeruch. Also es ist ja halt auch Natur, völlige Natur in dem Falle. Man kriegt es ein bisschen schwerer raus. Also wenn man warme Finger hat und hier so ein bisschen drin rumrührt, dann löst sich das Ganze immer besser. Ja, und meine Hände sind auch rissig und spröde. Ich mache mir das jetzt mal hier auf eine Hand. Ist ja interessant. Gerade die Knöchel so, ne? Ellbogen, ja, das macht Sinn. Entwickelt sich jetzt der Schokoladenduft? Ein bisschen. Kann natürlich jetzt auch Kopfsache sein, dass mein Kopf sagt, das muss nach weißer Schokolade riechen. Aber doch so ein bisschen, wenn man das jetzt auf der Haut, doch könnte man einen Schokoladengeruch erahnen. Also es ist jetzt, steht ja auch dezent, ne? Ich würde mal behaupten, der Geruch wird nicht jedermanns Sache sein, aber ich finde das einfach cool, mal reine Shea Butter hier auszuprobieren. Und das Ganze zieht auch recht schnell ein. Kann ich nicht sagen. Fühlt sich gut an. Nicht irgendwie schmierig, schleimig, ölig oder irgendwie so. Also auch die Finger sind jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt hier nichts mehr auf und zu schrauben. Interessante Sache, ihr Lieben. Wow. Also die werde ich auf jeden Fall, die ist auch noch bis Ende des Jahres haltbar. Finde ich ganz gut, weil nicht gerade klein, ne? Wenn man so ein Eincreme-Fauli ist wie ich und immer nur Schäume benutzt. Ja, interessant. So, ist hier noch was drin, hier ist noch was drin. Und dann haben wir, glaube ich, alles, ne? Dann haben wir alles, was ja auch mehr als reichlich ist. Also ich fühle mich sehr gut beschenkt an Ostern. Es kommt noch ein Nagellack daher. Und zwar von Kia Carlotta mit Summer Magic. So sieht das Ganze einmal aus.
auch eine Originalgröße. 11 ml für 14,90 €. Ein veganer Nagellack mit Summer Magic. Ein knalliges Pink. Cool. Und bärigen Untertönen. Das macht ihn subtiler und du kannst ihn großartig kombinieren. Für eine volle Deckkraft sollte man 2 Schichten auftragen. Kia Carlotta, habe ich von der schon mal einen Nagellack gehabt? Ich glaube nicht. Ganz wichtig natürlich, ne? Wie bei allen Produkten, das ist ja eine Cruelty-Free-Box. Da kann man sich in allem sicher sein, dass keine Tiere dafür leiden mussten. Und das macht das ganze Auspacken, das ganze Benutzen natürlich noch viel, viel attraktiver, wenn man, wie ich finde, einfach mit einem ruhigen Gewissen die Sachen ausprobieren kann. Cool, das ist ja mal eine geile Farbe. So, zeige euch noch mal das Pinselchen. Ja, das ist sehr, sehr lang, eher schmal, nicht abgerundet. Ich stehe ja nicht so auf so schmale Pinsel. Ich kriege da irgendwie, fällt mir das immer schwer, die aufzutragen. Ich habe jetzt so einen hellen Lack drauf. Ich trage den jetzt mal einfach über den hellen Lack. Oha, drüber. Wow, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da stand ja 2 Schichten, deswegen habe ich gedacht, okay, der wird jetzt wahrscheinlich nicht so deckend sein, aber hallo, also das ist jetzt eine Schicht. Also das reicht mir schon, ehrlich gesagt, die Deckkraft. Also da bin ich jetzt überrascht. Richtig cool, eine schöne Frühlings-Sommerfarbe, also kann ich nicht anders sagen, den werde ich definitiv super, super gerne, ich glaube wahrscheinlich auch schon morgen oder übermorgen benutzen, habe ich mal Bock drauf. So ihr Lieben, das war die Fairy Box für den April, wir schauen mal auf den Gesamtwert, das ist ordentlich. 70,07 € ist der Wert dieser Produkte und, wie ihr ja wisst vom Anfang des Videos, ihr zahlt knapp 25 € für diese Box. Also wenn das kein Anreiz ist und auch die letzten Monate ist der Wert immer Minimum das Doppelte, ich weiß nicht, da kann man eigentlich nicht überlegen und ich bin immer irgendwie so total zufrieden mit den Sachen. Also es ist wirklich selten, wenn bis jetzt, glaube ich, fast gar nicht irgendwie was dabei, wo ich sage, oh, kenne ich schon, oh, habe ich zu Tausenden im Schrank liegen. Gut, das Serum müssen wir jetzt mal gucken, aber Bergland, meine Güte, also wer sich da beschwert, der meckert echt auf sehr hohem Niveau. Die Sachen sind ja auch, wenn man sie nicht anbricht, auch echt eine Weile haltbar, ne? Und ich muss mal hier eben reinschauen. Ja, also das weiß ich nicht. Wenn man das morgens und abends benutzt, geht sowas ja auch schnell alle. Und dann bin ich natürlich happy, wenn ich 2 davon habe, weil ich weiß, Bergland, das sind einfach mega, mega Produkte. So, ihr Lieben. Ich kann nur sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und vielleicht habt ihr Bock, die Box mal zu abonnieren. Es ist auch ein flexibles Abo, also wenn ihr dann irgendwie doch feststellt, was ich mir wirklich nicht vorstellen kann. Ihr könnt ja auch mal gerne meine anderen Videos schauen, wenn ihr noch so ein bisschen wissen wollt, was in den letzten Monaten vielleicht drin war in der Fairy Box, wenn ihr noch ein bisschen Entscheidungskraft braucht, dann schaut doch gerne vorbei und ich wünsche euch eine richtig, richtig tolle Osterzeit. Macht euch eine schöne Zeit, ein paar tolle Stunden mit eurer Familie oder alleine oder wie ihr das gerade mögt und toll findet, holt euch ein bisschen vom vielleicht stressigen Alltag und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder da reinschaltet, hineinschaltet. Ich bin aus der Übung, ihr Lieben. Tut mir leid. Bis bald.